Herzlich willkommen zu einem Pokémon Uranium Let's Play. Das letzte Mal habe ich gesagt, dass ich ein bisschen trainiere und ja, es ist schon eine Weile her, aber ich glaube, ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, dass ich mir entschieden habe, den Marcy erst ein bisschen später zu trainieren, wenn wir so ein EP-Teiler und sowas haben. Aber Rocky ist Level 18, Terminal ist Level 20, Fexta 21 und Chaotix 21. Brrrr, nutzlos. Ja. Und ja, wir haben uns ja auch entschieden, dass wir ab sofort ganz viele Pokémon erstmal fangen werden. Dass wir schön die Belohnung da bekommen vom Kollegen hier, vom Kollegen Professor. Ja? Und das, ja, das wäre ganz cool, wenn wir das bekommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Wie gesagt, wo waren wir? Hier, wir werden ja halt, wir schauen einfach mal auf die Karte. Ich denke mal, wir müssen nach links. Oder vielleicht sind wir hier in der Stadt schon mal richtig. Hier ist ein Professor. Oh, hallo? The door is locked. Das ist ein, da ist eine, da steht was drauf. Temporär geschlossen wegen einem Notfall. Okay. Was das wohl zu bedeuten hat? Ich weiß es nicht, ich will es aber wissen. Was soll das? Habe ich mit dir auch schon geredet? Ich spiele meinen Bruder, nerve mich nicht, ey. Trainiere mein Pokémon immer im Spiel. Und ich will meine Schwester irgendwann mal darin besiegen. Okay. Das scheint wohl nicht der Beste zu sein. Jo, hey, du siehst aus wie ein Professor. Hallo, ich bin ein Pokémon-Enthusiast. Ich sehe, du bist ein Trainer. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche für ein Pokémon, ganz bestimmtes. Ich kann mich nur nicht daran erinnern, wie es heißt. Wenn du mir helfen kannst, gebe ich dir ein Geschenk. Es war irgendwie fett und gelb und eine Schlange. Was war es nochmal? Ich habe nichts anderes Gelbes. Oh. Oh ja, genau, Dunspears. Genau richtig, ja. Wir wissen ja alle, dass da mal so fett und gelb ist. Ja. Wow, es ist so süß. Ich bin so glücklich hier. Das ist der beste Tag meines Lebens. Wie kann ich dich jemals dafür zurückzahlen? Das hier passt schon. Oh, ein Moonstone. Ja, cool. Ah ja. Weil ich habe nicht aufgepasst. Irgendwas mit Wassertyp. Ja, er hat gleich nochmal nach was gefragt, aber. Wir zeigen ihm jetzt nicht alles, was er wissen will hier. Wir müssen ihm ja irgendwie Spaß selber dran lassen. Ja, wie will er denn sonst hier Spaß am Pokémon-Fang haben? Ja, die Thunder Rangers, die arbeiten hier voll die ganze Zeit, um die Umwelt und die Bürger von dieser Region zu beschützen. Du bist ein Trainer, oder nicht? Ja, hey, das bin ich an meinem Sohn. Er ist ein Trainer. Genau, so wie du. Yay! Trainer, überall! Wir sind alle wunderbar und toll! Ja! Hey du! Hey, bist du ein Trainer? Süß! Ja, hör mal zu! Wärst du in einem Tausch interessiert? Ich suche einen Toforang und du hast eins! Wenn du eins hast, dann tausche ich es gegen meinen Palitsch! Nein! Bleib mir fern, du! Ekelmonster! Oh! Hallo? Ba, ba, da, da, da. Juli, oh, wie unexperettet. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Gut, dich zu sehen, Kumpel. Aber leider ist jetzt gar nicht die beste Zeit. Da gab es voll das Problem beim Cypress Labs Laboratorium hier. Wir haben ja, ich bin gerade alle voll am Arsch und so, ja. Also bin ich ja rausgegangen, um was zu testen, etwas zu machen. Aber um ehrlich zu sein, dich hier zu finden, war wahrscheinlich eine glückliche Pause, wie wir gebraucht haben. Ich kann es hier nicht erläutern. Also komm halt einfach mit mir zum Laboratorium, okay? Da wirst du Professor Cypress kennenlernen. Und sie wird dir
Hier alles erklären, so ganz kurz. Folgt mir. So, ich mach mal ganz kurz hier. Und. So. Hallo. Oh mein Gott. Ernest, du bist zurück. Ernest? Egal. Hast du den Dieb gefunden? Ist es der Junge? Ja, klar. Pff. Von wegen. Hör zu, Kind. Du hast das falsche Laboratorium gefunden, um hier letzte Nacht hier reinzudingsen, ja? Warte, Lilly, ganz ruhig, das ist nicht der Dieb, das ist Juli, mein Research Assistant, Professor, Prof, mit Doktor, ja? Es ist ja gerade nur so passiert, dass er gerade hier durch die Stadt geschlendert ist, dass er gerade durchgegangen ist und er ist ein Pokémon-Trainer. Ein Pokémon-Trainer? Kann man hier eben so Trust werfen, ja? Du weißt. Englisch, ey. Ja, natürlich. Warum immer Day? Natürlich sind die das, ja? Das ist mein Assistent. Day Armei. Ich glaube, das ist falsches Englisch, oder redet der auch über den anderen Typi? Über den Theo. Das sind meine Assistenten, oder nicht? Außerdem ist sein Vater Kellin, der Ranger Chief. Oh mein Gott! Aha, also bist du Kellins Kind, hä? Ja, ich denke, ich kann dir vertrauen. Ja, ich bin Lily Cypress, die Pokémon-Professorin von diesem Laboratorium. Du hast wahrscheinlich schon rausgefunden, was hier schon passiert ist, ja? Also letzte Nacht, weil wir hier, was wir draußen waren, da ist hier jemand in das Laboratorium eingebrochen und hat ganz viele von den Pokémon, die wir hier für Research gebraucht haben, geklaut. Ja, was ganz komisch. Die haben irgendwie das Teuerste total ignoriert. Da, auf dem Tisch da. Der Prototype Pokémon Speech Translator. Damit kann man bestimmt mit Pokémon reden. Also eine voll neue Technologie und wir haben die hier so voll developeriert. Ja, wir waren da gerade voll ran und so. Aber es würde auch Leute geben, die da hier echt viel machen würden, um da ranzukommen. Aber es ist das, was uns irgendwie, ja, was wir nicht so ganz verstehen. Warum würde jemand hier einbrechen, aber nicht den PST klauen, ne? Yeah, ich habe einen Vogel gefunden. Ah, du bist zurück. Was hast du gefunden? Ein Vogel. Ich habe eins von den gestohlenen Vogeln gefunden. Und dieser Kumpel, ja, dieser kleine Fratz, der ist draußen auf Route 6 keine Ahnung, was er gemacht hat. Hat irgendwelche komischen Passanten die Augen ausgestochen, ja? Ah, exzellent. Ich meinte natürlich, ich hab die Idee. Lass uns den PST an Outen testen, um mehr über den Dieb rauszufinden. Outen, au! Scary, so scary! Was in my Pokeball asleep, suddenly I'm moving! Ja. Soll ich die Pokémon auch übersetzen? Aber nicht Menschfreund! Mich genommen und andere! Raus! Richtung Höhle von Mountain! Pokéball gefallen! Mein Pokéball gefallen, aber freigekommen! Ja, Richtung Mountain Cave, ja? Das muss die Route 6 sein. Die muss auf Route 6 sein. Vielleicht ist der Dieb da immer noch. Wie der Rest der gestohlenen Pokémon. Ist eine gute Richtung. Irgendjemand sollte. Ja. Irgendjemand. Wer könnte das nur sein? Ach so. Oh. Ich dachte, die redet was anderes, aber irgendjemand sollte diesen Pokémon Leckerli für seine harte Arbeit geben. So, die Frage ist, wie können wir diesen Debner fangen? Bestimmt nicht der, den ich gerade erst kennengelernt hatte. die haben die ganzen Pokémon bei ihnen, die sie geklaut haben. Also könnten sie gefährlich sein. Juli kann helfen, der ist ein Pokémon-Trainer, oder? Sie sind ein Pokémon-Trainer. Was ist es eigentlich, TR hier? Was soll das? Ey!
Die haben sogar zwei Arena-Rounds schon. Heißt das so? Wenn es so ist, dann... Juli? Du scheinst wohl genau der Richtige zu sein, den wir brauchen. Und laut Oaten ist der Dieb Richtung Route 06 zum Westen gegangen. Also wenn du ein bisschen nachschaust, dann werden wir alle in deiner Schuld sein. Und um so viel reden, um dir bei deinen Investigationen in deinen, was auch immer, zu helfen, na, ich weiß schon. Warum tust du nicht den Prototyp PST ausleihen? Und mit dem, damit kannst du mit ganz anderen Pokémon reden, ne? Du kannst den Dieb leichter finden. Oh mein Gott, jetzt können wir mit unserem Pokémon reden. Aber bitte sei schnell, wir zählen auf dich. Ja, yeah. Ja, yeah. Erstmal mit meinen Pokémon reden. Bram, bram, PST. Ich kann es nicht benutzen. Pokémon? Wahrscheinlich sind meine Pokémon alle irgendwie stumm. Das muss es sein. Die sind alle stumm. Weil wir alle wissen, dass ich nur tote Pokémon habe. Und tote sind stumm. So, jetzt kommen wir aber hier lang. Oh, Bären! Ja! Kostenloses Zeug! So mache ich das auch immer im echten Leben, wenn ich irgendwo was sehe. Eingepflanzt, irgendwas mit Essbares, einfach den kompletten Baum mitnehmen, nicht nur die Beere. Ja. Schrecklich. Hui. So, wir kämpfen jetzt mal. Bla 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 bla. Denn ich weiß nicht, wie viel XP wir haben mit unserem Rocky, aber wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann ist Rocky ziemlich nah dran, richtig nice zu sein. Oh. Ich sehe, der hat nicht die besten Attacken, aber Bulldoze war ganz gut, glaube ich. Boom, ah ja, genau die Attacke. Ja, die war ziemlich nice. Auch wenn die hier ein Free-Hit-K.O. gerade mal ist. Au. Oh, ich habe vergessen, ja stimmt, Rocky. Ah, ja genau, Rocky hält nicht viel aus. Rocky ist eine Glaskanone. Los, Terminus, du bist keine Glaskanone, du schaffst das. Schwing. Ekelhaft. Ich komme immer noch nicht damit klar, was eigentlich aus unserem kleinen Patamon geworden ist. Irgend so ein Nicht-Engel. Traurigerweise. Oh. Returne ihn, voll ins Gesicht. Peng. Ah, wie wenig. Ah, Mann. Wieso wartet so lange? Was soll das eigentlich? Könnt ihr nicht einfach mal kurz den Gegner vernichten? Es ist zu viel verlangt. Ich will doch nur, dass der Rocky genug XP bekommt. Wahrscheinlich reicht's nicht mal. Oh. Ratata, ratata. Hey ihr, was macht ihr da? Ratata. Nicht hier lang. Mensch, böse. Wahrscheinlich aus dem Weg wollen zu gehen, zu tuten, wollten, tuten, du. So, ganz Moment mal. So, alles gut. Ich hab mich nur ganz kurz muten müssen. Ja. Verrückt. Ah. Zauberei, Hexerei, schwarze Magie. Hallo meine Pokémon. Ich will doch... Soll ich jetzt wirklich zu wilden Pokémon gehen? Ich will aber... Schauen wir mal. Wie viel brauchst du? 279. Das braucht wahrscheinlich zu lange bei wilden Pokémon. War ich hier schon drin? Hallo? Hey du, gib mir Geld. Oh, warte. Nein, du bist die Abzockerin. Lass mich in Ruhe, du Drecksgemüse-Mensch. Ey, ja, ist wahrscheinlich Vegetarierin. Nichts gegen Vegetarier, ja? Oh, Outen, red mit mir. 10-10. 10-10. Keine Menschen erlaubt. Also, das finde ich jetzt ein ganz klein bisschen rassistisch. Aber keine Sorge. Ich mach dich trotzdem kaputt, du Federvieh, du. Hier, du warst Gestein oder Ball Ground. Oh.
Trainer rot los, kratzt es kaputt. Kratzt ihm die Augen aus! Oh. Ah. Muss es sein? Oh, dann wechsle ich halt wieder aus. Sorry, muss sein. Hey. Da fängt man ja an zu schlafen, ja. Schau doch mal, ich hab ausgewechselt und jetzt kommt erstmal der Gegner und jetzt kann ich. Boah, das kann doch nicht sein, dass es so lange braucht, oder? Sei ekelhaft. Ekelhaft, sag ich euch. So, weg mit dir. Oh, für 62 XP auch noch. Hey du. Oh, halt nicht. Wow, eine Super Potion. Eine Super Potion. Ey. Ten. Menschen nicht alle. Ihr seid alle so drauf. Was seid ihr eigentlich für eine rechtsradikale Gruppe hier? Ich weiß zwar nicht, warum das hier. Keine Ahnung, warum rechtsradikal, aber trotzdem. Ihr Börsen. Gedingse. Au! Warum tust du so? Das war ein Crit. Oh. Los, Terminals, du schaffst es. Also warte, jetzt mache die Kampfanimation aus. So viel zu deinem Angriff. Ha. Warum hält der Rocky so wenig aus? Er ist doch ein Stein und Stein und Steine halten viel aus, das wissen wir alle. Wahrscheinlich liegt es daran, weil Steine in Wirklichkeit sehr emotionale Wesen sind. Ha. Ja. Hui. Los, mach mich doof an hier. Keine Mensch erlaubt, verpiss dich, ja? Wir wurden zwar gerade von irgendeinem Menschen hier, wir wurden gerade hier voll geklaut und so. Und, ja gut, okay, das würde wohl erklären, warum ihr mich hasst. Oder Menschen hasst. Wahrscheinlich wird es jetzt voll die Zivilisation von Vogelmensch, meinte ich natürlich. Vogel spricht man mit PF aus, ja? Immer Vogel sagen. Und es wird jetzt voll die Zivilisation aus Vogelwesen, ja? Genau wie die aus. Wie auch immer ich jetzt auf Twilight Princess komme, aber diese komischen Viecher aus Twilight Princess mit diesem widerlichen Kopf, diese komischen Hühnchen mit diesem Menschenkopf. Diese Hühnchenvogel mit dem Menschenkopf. Ist ein bisschen eklig, aber. Ja, genau so. Die haben auch ihre Zivilisation, wie auch immer das geht. Juli hat den PST benutzt. Hä? Was fällt dir ein, hier mich versuchen hier wegzutun? Hier, nimm das! Und lauf mal mit deinem PST benutzt, ne? Warum konnten wir dir nicht einfach irgendwie einen Stein an den Kopf werfen? Zum Beispiel Rocky. Ah, wahrscheinlich, weil Rocky so emotional ist, mal wieder so leicht verreckt hier, schlimm. Los, Terminas! Du kannst es schaffen, ich glaube an dich! Und da geht der Angriff runter. Und da ist die Animation und oh, gecharmt. Juhu. Und vielleicht, wenn es so weit ist, könnt ihr möglicherweise irgendwann mal in den nächsten 5 Jahren, wenn ich nicht auf Pokémon drücke, angreifen. Ja? Boah, das ist aber sehr nett von dir, Spiel. Auch wenn Domi hier wehrt, was soll das? Der Quick attackt uns. Das war gar nichts an Schaden. Oh Mann. Mann, oh. Das war kein. Oh. Egal. Voll schlimm, ich bin voll müde. Wahrscheinlich werde ich um 1 Uhr morgens aufnehmen. Aber dieses Mal ist es okay, wir haben Samstag, okay? Ich darf das. Ja, und wieder den ganzen Weg zurück. Ich heile jetzt mal kurz und dann gehen wir zu den wilden Pokémon, weil Rocky braucht eh nicht mehr viel XP. Ich will das nämlich noch diese Folge hier schaffen, dass der Rocky Level abkommt und wahrscheinlich passiert da nicht mal was, weil ich mich irgendwie vertan habe. Das wäre natürlich auch möglich. Aber das wäre auch voll bescheuert und dumm und doof und dumm und dumm. Und doof. Oh, ich hatte gerade verschiss. Ich habe gerade so OBS geguckt und da steht so immer so Aufnahme starten oder Aufnahme stoppen. Und halt Aufnahme stoppen steht dran, wenn man gerade aufnimmt. Ich sehe da so Streaming starten. Ich habe aber nur das Starten gelesen.
Dann dachte ich mir so, oh, warte, habe ich nicht auf Starten gedrückt? Aber alles ist gut. Hui, yay, wilde Pokémon, hier, woo. Los, Rocky, vernichte sie alle, ein Volt, hololompolom, ein Voltilam. Oh, schau doch mal, wie knapp das war. Hier, vernichte es. Peng. Boah, die wilden Pokémon hier sind schon Level 16. Das war nicht mal ein Kill, ey. Es wird Zeit, dass der Rocky sich entwickelt. Ah, wann das wohl geschehen wird, wer weiß. Wahrscheinlich erst in 500 Millionen, 1100 Leveln. Oder 12, 10.000. Fast das gleiche. Oh, erst Level 19. Und, oh, Gott verdammt, das war also doch erst ab Level 20. Na gut, dann doch nicht. Dann entwickelt er sich doch nicht diese Folge. Ja gut. Egal. Mano. So, ich beende mal die Folge und in der nächsten werden wir mal in diese Höhle gehen und schauen, wer dieser verdammte Drecksdieb ist, der die ganzen Rassistenvögel geklaut hat. Ja, ja. Wahrscheinlich ist er selbst ein Vogel. Und er will, wie gesagt, eine eigene Zivilisation aufbauen, ne? Wir werden sehen, aber ich beende jetzt erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.